Determinantenverfahren für ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten könnte man auch sagen, es sei ein bisschen zu viel des Guten, weil man könnte das ja auch relativ zügig mit einem Einsetzungsverfahren oder mit einem Additionsverfahren, Eliminationsverfahren und sonst wie Verfahren irgendwie machen. Stimmt vielleicht, aber letztendlich ist es ja nun auch ein gleichberechtigtes Verfahren, wie ich finde, und dann können wir jetzt mal loslegen. Erstmal schematisch. Wir knarzen die Variablen weg und machen daraus dann quasi eine Matrix 3 minus 4 minus 1 minus 1 plus 1 und 8 sind dann hier in diesem Fall die einzelnen Stellen. Machen wir hier so rum. Und dann wollen wir d ausrechnen, dx und dy. Ist hier rein schematisch gedacht. Ja? Haben wir d, wird berechnet als 3 minus 1 minus 4 und 1. Dann nehmen wir also Nummer a und Nummer b. Wenn ich diese jetzt hier mal a, b und c nenne und nicht x, y und z. Ja, wir können die natürlich auch... Halt, ich finde x, y und z doch besser. Ich schreibe x, y und z hier drunter nochmal. Ja? X steht für die Koeffizienten von x, y steht für die Koeffizienten von y und z steht für die normalen Zahlen, die hier hinten stehen. Normale Zahlen hört sich auch gut an. Für die Determinante von x nehmen wir minus 1, 8, minus 4 und 1. Da nehmen wir dann also c statt x, das heißt, das x wird eigentlich ersetzt und das y bleibt stehen. Dann muss ja bei dy auch gelten, dass das y ersetzt wird durch minus 1 und 8 und das x stehen bleibt. Und jetzt können wir lustig einmal das Haus vom Nikolaus spielen hierbei. Ist dann nämlich 3 mal 1 mal minus 1 minus minus 1 mal minus 4. Ich schreibe das nochmal auf. 3 mal 1 minus minus 1 mal minus 4. 3 mal 1 sind 3. Minus 1 mal minus 4 ist plus 4. 3 minus 4 ist gleich minus 1, ist also d. Und dx errechnet sich dann jetzt also mit minus 1 mal 1 minus 8 mal minus 4 ist gleich 31. Und das hier errechnet sich als 3 mal 8 minus minus 1 mal minus 1. Und das ist gleich 23. Ja, schön. Jetzt haben wir die Determinanten. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache mehr wissen. Und zwar ist x gleich dx durch d. Ist also gleich dx ist ja 31 geteilt durch 1. Minus 1, wichtig, Vorzeichen nicht vergessen, ist also gleich minus 31. Und y ist natürlich dy durch d und das ist gleich 23 durch minus 1, ist also gleich minus 23. Und das können wir natürlich jetzt auch nochmal überprüfen. Einerseits können wir es natürlich überprüfen, indem wir hier die Lösung einsetzen. Dann steht da nämlich 3 mal minus 31. Minus 4 mal minus 23 soll gleich minus 1 sein. Das hier sind minus 93 und dieses hier sind 80, 92, minus 92, also plus, minus mal minus ist ja plus, plus 92 ist tatsächlich minus 1. Und oben da steht dann minus, minus 31 sind ja plus 31, plus minus 23 ist also 8. Stimmt soweit. Wir können das Ganze jetzt auch noch natürlich nach dem Einsetzungsverfahren auch noch mal überprüfen. Das hätte man auch vorher noch mal tun können, um sich dabei vielleicht noch mal dieser Schritte, was ersetzt was bei dem Determinantenverfahren. Es gibt ja, wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt, es gibt auch noch eins zu einem komplizierteren Gleichungssystem. Wir hätten ja diese Gleichung hier durch plus x rechnen relativ zügig auf die Form 8 plus x bringen können. Und dann hätten wir dieses 8 plus x hier für y einsetzen können in die erste Gleichung. Hätte da gestanden 3x minus 4 mal 8 plus x ist gleich minus 1. Hätten wir ausrechnen können, wären dann 3x minus 32 minus 4x ist gleich minus 1. Zusammengerechnet hätten wir hier minus x
plus 33 natürlich auf die andere Seite. 31 mal minus 1 hätten wir x gleich minus 31 rausgehabt. Und dieses minus 31 hätten wir dann wiederum da eingesetzt und hätten rausgekriegt, y ist gleich 8 minus 31, ist gleich minus 23, wäre das gleiche gewesen. Und das eine ist natürlich auch so ein bisschen eine Vorübung auf das... auf die richtige Spielwiese des Determinantenverfahrens, das sich dann hinterher auf kompliziertere dieser Teile bezieht. Aber ist natürlich auch letztendlich, finde ich, fast eine Geschmackssache, was man lieber nimmt. Wenn es hier ein ganz kompliziertes System ist, ist das hier standardisierter als dieses hier. Und das kann dann auch leicht ausufern mit sehr vielen Multiplikationsrechnungen. Es kommt ja mal darauf an, wie viel muss ich wirklich rechnen, wie viel Fehleranfälligkeit ist dabei und so weiter. Ich beschließe das jetzt hier einfach mal mit Zeigen des Schildes und einem fröhlichen Auf Wiedersehen.